Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte heute erklären, wie kann man ein lineares Optimierungsproblem oder auch kurz LOP, werden die abgekürzt, grafisch lösen. Wenn ihr solche oder ähnliche Aufgabenstellungen vor eurer Schnauze habt, dann seid ihr in dem Video hier Gold richtig. Das allererste, was wir machen müssen bei diesen Aufgaben, ist, wir müssen die Zielfunktion und die Nebenbedingungen identifizieren. Hier bei dem Beispiel sind die relativ klar im Text angegeben. Das heißt aber, es gibt auch Aufgaben, wo es ein bisschen vergrabener ist und ihr müsst die erst identifizieren und hinschreiben, bevor ihr das Verfahren anwenden könnt. So, das Erste, was wir jetzt machen müssen, wir nehmen uns die Nebenbedingungen vor und die wollen wir später auch grafisch einzeichnen. Deswegen ist es wichtig, dass wenn die Nebenbedingungen Y und ein X enthält, dass wir das so umformen, dass das Y alleine auf einer Seite steht. Hier haben wir das schon. Hier gibt es gar kein Y beim zweiten. Das können wir so lassen. Und jetzt bei dem hier. Müssen wir erst minus 1,5x rechnen. Bei dem nächsten Beispiel hier müssen wir erst das 2x rüberrechnen. Bei dem letzten Beispiel müssen wir tatsächlich noch ein bisschen mehr tun in der Geschichte. Hier würde ich erstmal das x rüberrechnen. Und das Beispiel habe ich jetzt nicht umsonst gewählt, weil wir müssen aufpassen, wenn wir Ungleichung haben, also dieses Mäulchen hier, und wir teilen oder multiplizieren mit einer negativen Zahl. Dann dreht sich das Mäulchen nämlich um. Das ist eine Fehlerquelle, wenn man diesen Sonderfall nicht kennt. Deswegen habe ich das Beispiel so gewählt. Dann haben wir y umgedreht, größer gleich. Und jetzt haben wir hier stehen 20 minus 0,5x. Jetzt gehen wir im nächsten Schritt hin und nehmen all diese Gleichungen, die wir jetzt da oben haben. Ich schreibe mal die andere noch zur Vollständigkeit aber auch dazu. Wir zeichnen jetzt jeden einzelnen von denen hier ein. Warum ich jetzt so umgeformt habe, dann habe ich nämlich das Format von einer geraden Gleichung mit y-Achsenabschnitt und Steigung. Dann können wir es nämlich leichter einzeichnen. Deswegen habe ich das so rum gemacht. Beginnen wir mal mit der ersten Information. Y kleiner gleich 40. Y-Achsenabschnitt ist bei 40. Keine Steigen oder Gefälle. Also machen wir einfach nur eine gerade Linie im Endeffekt an der Geschichte. Wenn ihr euch mit dem Einzeichnen von Geraden unsicher seid, ich verlinke euch auch noch ein Video am Ende von dem Video, wo ihr das mal ausführlich erklärt bekommt. Dann müssen wir uns angucken. X größer gleich 0. Dann ist es auch sinnvoll, wenn ihr euch vielleicht gerade mal vor Augen führt, das ist die Y-Achse, das ist die X-Achse. Dann Y hier oben und X unten. Und X größer als 0 ist dann quasi, wenn wir hier eine Linie haben. Wichtig ist jetzt, dass ich auch dieses größer und kleiner mit berücksichtige. Ich empfehle meinen Kunden normalerweise immer, dass er so einen Bleistift nimmt. Und wenn jetzt alle y-Werte gemeint sind, die kleiner gleich 40 sind, auf die hier bezogen, dann sind es quasi alle Werte, die unterhalb davon sind. Deswegen deute ich jetzt gerade mal hier so ein paar Pfeile an. Wenn ich meine x größer als 0 und ich habe diese Linie hier, sind es alle Werte, die rechts davon sind, also quasi so Pfeile hier. Die Pfeile muss man nicht machen, die helfen aber später, um das Gebiet richtig zuzuordnen. Dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Y kleiner gleich 55 minus 1,5x. Also Y-Achsenabschnitt ist hier bei 55. Übrigens, ich würde die Koordinatenachsen, wenn ihr euch unsicher seid, wie groß ihr die machen sollt, guckt einfach, was der größte einzelne Wert ohne x ist, der hier oben vorkommt. Hier ist es nämlich 55. Also sollte das mindestens 55 nach oben sein. Idealerweise nimmt halt lieber ein bisschen mehr, 60 oder 70. Hier haben wir genau 55.
Dann minus 1,5. Das heißt, wir gehen jetzt 1 zur Seite und 1,5 nach unten. Das wäre hier. Und dann nehmen wir ein Lineal und verbinden die Geschichte. So, und dann können wir es auch im Endeffekt durchziehen. Und so. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, es war ja gemeint, kleiner als diese Linie. Also kleiner als Linie heißt unterhalb. Und denken uns jetzt wieder so ein paar Pfeile hin. Dann 35 minus 2x. Wie kriegen wir das am besten? Wir gehen hier hin, buchen uns die 35, gehen 1 zur Seite und 2 nach unten. Von hier nach hier. Dann verbinden wir das. Dann müssen wir uns jetzt noch überlegen, y sollte größer sein als 35 minus 2x, also von dieser Linie aus gesehen rechts davon, also überhalb. Jetzt haben wir noch y ist größer als 20 minus 0,5x. Zeichnen wir das auch ein, also erstmal hier auf die 20 gehen, dann 1 zur Seite und 0,5 nach unten. Dann habt ihr das Ganze hier ungefähr so rum. Jetzt ganz wichtig, größer als 20 minus 0,5x. Das heißt, von dieser Achse, die wir gerade gezeichnet haben, nach oben gehen. Und jetzt sehen wir schon so ein bisschen, oh ja, es gibt einen Bereich, wo ganz viele Pfeile rein zeigen. Und das ist der Bereich, den wir später brauchen. Das Gelbe hier ist dann nämlich meine Nebenbedingung. Soweit, so gut. Den Schritt hätten wir jetzt gemacht. Jetzt müssen wir uns unsere Zielfunktion angucken. Die Zielfunktion an der Geschichte war 1x plus 1y. So, gedanklich machen wir jetzt Folgendes erstmal. Für das linke machen wir gedanklich erstmal eine 0. Und dass wir das Ganze wieder zeichnen können, wollen wir, dass das y alleine auf einer Seite steht. Machen wir jetzt Folgendes. Wir sagen jetzt, okay, das x rüber. Dann haben wir minus 1x gleich y, oder ihr könnt es auch schreiben als y minus 1x. Der nächste Schritt ist es, dass wir diese Funktion nehmen und auch einzeichnen. Da wir jetzt keinen y-Achsenabschnitt haben, also einen Achsenabschnitt von 0, beginnt die nämlich hier. Wir gehen 1 zur Seite und 1 nach unten. So, das bedeutet, was wir jetzt im Endeffekt haben, ist diese grüne Linie hier. Diese grüne Linie ist zur Wiederholung, das ist die Zielfunktion. Und was wir jetzt machen, wenn wir das Ganze grafisch lösen müssen, wir werden jetzt gleich unser Geodreieck nehmen. Aber bevor er das tut, gehen wir nochmal kurz in die Aufgabenstellung zurück. Hier ist nämlich gesucht ein Minimum. Diese Information ist wichtig für das, was wir jetzt gleich machen und wie wir das machen. Ihr legt jetzt euer Geodreieck hier an, auf der Linie, und verschiebt es quasi parallel nach oben. So, und die wichtigen Punkte, die wir jetzt später damit treffen wollen, ich markiere die mal kurz geistig, müsstet ihr jetzt nicht machen, ich mache es jetzt nur zum Verständnis. Der hier, alle Eckpunkte von meiner gelben Fläche sind jetzt wichtig. Der hier, und der hier, das sind die tendenziellen Kandidaten, die ich mir jetzt angucken muss. Und was wir jetzt machen, wir nehmen die grüne Linie und verschieben die von unten oben zu dieser gelben Fläche. Und da, wo von unten betrachtet, das erste Mal diese grüne Linie die gelbe Fläche berührt, also bei welchem Eckpunkt, da ist dann so gesehen unser Minimum. Also wenn wir ein Minimum brauchen, müssen wir von unten kommen. Das heißt, mein gewünschtes Minimum hier ist jetzt hier an dieser Stelle. Das wäre dann für x gleich 10 und y bei 15.
Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel hättet, ihr hättet das Maximum machen müssen bei der Funktion, war jetzt nicht verlangt, ich mache es jetzt nur zur Erklärung, falls Maximum verlangt gewesen wäre, hättet ihr wieder die Parallele genommen, diesmal wärt ihr von oben gekommen und hättet geguckt, wo von oben gesehen die erste von diesen Eckpunkten ist, wo es das Ganze berührt. Hier wäre das hier der Fall. Das heißt, wir hätten hier unser Maximum. Das Maximum ist dann bei x gleich 10. Das ist jetzt Zufall, das muss nicht immer gleich sein, bevor ihr das denkt. Und y gleich 40. Jetzt weise ich auch immer gern auf ein paar Sonderfälle hin oder wenn es ein komplizierteres Beispiel ist. Was mache ich eigentlich, wenn ich den Schnitt nicht genau lesen kann? Also hier habe ich ein Beispiel genommen, wo man es super schön rauslesen kann. Was ist, wenn es ein bisschen krümmer wird? Also theoretisch, was ihr auch machen könnt, ihr könnt einfach diesen Schnittpunkt berechnen. Dazu müsst ihr euch hier vor Augen führen, dieser rote Schnittpunkt, den ihr da drüben habt, die beiden lila Linien, die geraden, die sich da schneiden, sind diese beiden hier. Also 20 minus 0,5x. Und das setzt ihr dann gleich mit der anderen. Und dann löst ihr die Gleichung im Endeffekt auf. Dann habt ihr hier x gleich 10. Und dann setzen wir x gleich 10 da oben meinetwegen die hier ein. Dann haben wir y ist 20 minus 0,5 mal 10, 20 minus 5, also y ist 15. Also zur Not könnt ihr auch immer die Schnittpunkte von diesen wichtigen Punkten berechnen. Kommen wir zum letzten wichtigsten Schritt, den ihr nicht vergessen dürft. Wie bestimmt man nun den Wert des Optimums? Kurze Antwort ist, die Werte in x und y einsetzen bei Zielfunktionen. Heißt bei uns konkret, wir hatten ja herausbekommen, dass wir ein Minimum bei x gleich 10 und y gleich 15 haben. Meine Zielfunktion war 1x plus 1y, also nehmen wir die Werte, setzen die da ein. Also können wir jetzt sagen, wir haben das Minimum beträgt 1 mal 10 plus 1 mal 15. Also hier sind das 10 plus 15. Also 25 ist der Wert, den das Minimum dann annimmt. An der Stelle x gleich 10 und y gleich 15. Ich hoffe, du konntest in dem Video was mitnehmen und was lernen. Das habe ich gerne gemacht. Hier ist noch eine persönliche Nachricht von mir. Lass dir von keinem Menschen erzählen, dass du irgendwas nicht kannst. Lass dir von niemandem erzählen, dass du zu dumm für irgendwas bist. Mathe ist kein Rätsel mit 1000 Siegeln. Mathe kann man lernen und du bist gerade genau dabei, das zu tun. Auch wenn man die Dinge am Anfang nicht kann, ist nur eine Frage der Zeit, dann kannst du die. Wenn du Lust auf weitere Videos hast, die dich in deinem Studium unterstützen können, kannst du die Katze auch gerne abonnieren. Wenn du jemanden kennst, der gleich im gleichen Thema wie du hockst, dann kannst du das Video auch gerne teilen. Wenn du noch irgendwelche Anstöße für Themen hast oder Sachen, zu denen du gerne Videos hättest, schreib es mir doch unten in die Kommentare. Und ansonsten wie immer, glaub an dich, du kannst das alles.